Wilhelm Epstein, Mediziner, 1878 bis 1912, Winderlandstraße 6. Wilhelm Epstein. Wilhelm Epstein, geboren am 27. November 1836 in Jauer, Schlesien, gestorben am 22. Dezember 1912 in Göttingen, war ein deutscher Arzt und Wissenschaftler. Leben. Wilhelm Epstein entstammte einer großbürgerlichen deutsch-jüdischen Familie aus Niederschlesien. Er studierte an den Universitäten Breslau und Berlin Medizin. Zu seinen Lehrern gehörten Friedrich Theodor von Frerichs in Breslau sowie Rudolf Virchow und Moritz Heinrich Romberg in Berlin. 1859 wurde er in Berlin promoviert und arbeitete seit 1861 am Allerheiligenhospital in Breslau. 1869 habilitierte er sich und erhielt 1874 einen Ruf auf eine ordentliche Professur für Innere Medizin nach Göttingen. Mit großer Energie und Engagement widmete er sich dort der universitären Lehre und Forschung sowie dem Ausbau der Klinik. In seiner Amtszeit wurde die neue medizinische Klinik an der Humboldtallee errichtet. 1906 wurde er emeritiert. Sein Sohn war der als bibliophiler Sammler und Autor in Erscheinung getretene Mediziner Erich Epstein, ein Freund Erich Mühsams. Sein Forschungsschwerpunkt waren die Stoffwechselkrankheiten. Zu seinen Lebzeiten galt er weltweit als einer der bedeutendsten Spezialisten auf diesem Gebiet. Wilhelm Epstein ist nicht zu verwechseln mit dem englischen Virologen Michael Epstein, dem Mitentdecker des Epstein-Barr-Virus. Eine Reihe von medizinischen Syndromen oder Anomalien sind nach ihm benannt. Epstein-Anomalie, seltene Missbildung der Tricuspidalklappe. Pl-Epstein-Fieber, charakteristischer Fieberverlauf, der gelegentlich bei Patienten mit malignen Lymphomen, zum Beispiel Morbus Hodgkin, auftritt. Epsteinsche Krankheit, hyaline Degeneration der Nierentubuli bei Diabetes mellitus, eine Form der diabetischen Nephropathie. Armani-Epstein-Nephropathie, besondere Form des Spätsyndroms der diabetischen Nephropathie.